Ein Zuschauer hat mich in einem Kommentar darum gebeten, dass ich mal das QNAP NAS ein bisschen vorstelle, was das alles so kann. Ja, und was das alles so kann, da kommen wir ganz schnell eigentlich zum Thema Apps. Denn QNAP stellt eine Plattform bereit, wo man eben Apps ausführen kann. Ja, das QNAP NAS basiert auf einem unixoiden Betriebssystem, von daher hat man da eine große Auswahl. Ich bin jetzt im Webinterface von meinem QNAP. Die meisten Nutzer werden es wohl auch darüber bedienen. Und deshalb ist das hier auch das Interessante. Man sieht hier schon so einige Apps, aber ich hüpfe jetzt mal hier ins App Center. Und hier habe ich dann doch eine schönere Übersicht über meine installierten Apps. Und links habe ich die Quellen für die Apps. Es ist einmal der QNAP Store, der ist dann vergleichbar mit dem Google Play Store oder mit eurem App Store bei iTunes. Und hier habe ich jetzt noch den QNAP Club oder QNAP Club. Das ist jetzt von einer französischen Seite, glaube ich, qnapclub.eu. Da kann ich dann auch also nochmal Quellen hinzufügen, aus denen ich Apps beziehen kann. Das ist jetzt auf den mobilen Geräten ja nicht so einfach möglich. Das wäre dann vergleichbar, zum Beispiel, wenn ihr den Amazon App Store noch zusätzlich zum Google Play Store installieren würdet, um noch weitere Apps zu erhalten, die zum Beispiel im Play Store nicht verfügbar sind. Oder F-Droid zum Beispiel. Wäre sowas. Genau, gehe ich jetzt mal auf den QNAP Store. Hier gibt es dann verschiedene Kategorien und hier sehe ich, da kann ich dann was installieren. Und den Sicherungsmanager habe ich jetzt hier zum Beispiel unter Sicherung installiert und kann das dann öffnen. Hier ist zum Beispiel QSync Central, auch das kann ich öffnen und auch diese Apps dann automatisch auf dem neuesten Stand gehalten. Dann möchte ich euch jetzt auch mal eine App zumindest mal vorstellen. Ich werde jetzt in Zukunft mehrere Apps vorstellen, aber fangen wir doch mal mit dem VPN-Service an. Es gibt eine App, da gehe ich nochmal in mein App Center und unter meine Apps, genauso viele habe ich nicht, dort gibt es den QVPN-Service, den öffne ich einmal und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann mein NAS als VPN-Client konfigurieren und ich kann es als VPN-Server konfigurieren. Ja, was bedeutet Client? Client heißt, ich verbinde mich zu einem VPN-Server und das NAS ist dann über ein VPN im Netz. Das habe ich jetzt zum Beispiel mal hier gemacht mit einem niederländischen VPN von AirVPN, wie man sehen kann. Und damit surft das NAS jetzt quasi anonym im Internet. Ja, hat jetzt da kein großen Anwendungszweck, aber ich kann zum Beispiel auch zwei NAS-Geräte oder zwei, ja, Netzwerke damit miteinander verbinden und Dateien austauschen. Das ist, glaube ich, eher so der Anwendungszweck, der da genutzt wird. Was für Protokolle werden unterstützt? Ich gehe mal hier auf Hinzufügen, da sieht man es. PPTP sollte man nicht verwenden, ist unsicher. L2TP, IPsec und OpenVPN. Genauso beim VPN-Server. Ich habe auch einen VPN-Server laufen. Gehe ich mal hier auf OpenVPN und da sehe ich dann, dass der VPN-Server aktiviert ist. Das heißt, ich kann mich zu dem NAS verbinden. VPN klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Ich gehe jetzt nämlich mal hier auf ein L2TP. Das ist nicht aktiviert. Wenn ich es aktivieren will, muss ich im Grunde nur den Haken setzen und damit läuft der VPN-Server schon. Das Einzige, was ich noch machen muss, es muss einen Nutzer geben, der sich verbinden kann. Das kann ich im Nutzermanagement anlegen. Hier muss ich dann bei OpenVPN die Zertifikate runterladen und das sind quasi die Konfigurationsdateien, mit denen ich mich dann vom Handy oder von allen anderen Geräten verbinden kann. Und man muss hier noch einen Serverport definieren, also beziehungsweise der ist definiert, aber der muss noch im Router weitergeleitet werden an das NAS. Also Portweiterleitung ist da das Stichwort. Ja, so viel erstmal zur QVPN-App. Wenn ihr Wünsche habt, welche Apps ich vorstellen soll oder ob ihr nie, oder wenn ihr eine Idee habt, was ihr mit dem NAS machen wollt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Da kann ich euch dann vielleicht auch noch ein Video zu machen, um zu zeigen, was mit dem NAS so alles geht oder was vielleicht auch nicht geht.